Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handload of Fun. In der heutigen Ausgabe bauen wir aus einem 3D-Druckbausatz einen Casefeeder für die Hornady Lock and Load AP. Ihr benötigt dazu die 3D-gedruckten Teile, ein paar Schrauben aus dem eigenen Fundus sowie eine besonders lange M6x100 Schraube mit Vollgewinde. Natürlich die dazu passenden Muttern, zwei Federn und ein paar PVC-Röhren mit 16 mm Außendurchmesser. Eine genaue Auflistung findet ihr in der Beschreibung des Videos. Wir beginnen damit, die Haltevorrichtung an der Rückseite der Presse mit zwei passenden Schrauben zu fixieren. Den Standfuß kann man schon auf der Bodenplatte montieren, wenn man weiß, wo er hingehört. Ansonsten ergibt sich das Ganze am Ende. Wir verbinden den Lower Slider mit dem Hülsenschieber. Den korrekten Abstand findet man im laufenden Betrieb raus. Man kann aber die Schraube schon einmal vorher anziehen. An dieser Stelle nehmen wir uns eine Feder, die man in jedem handelsüblichen Kugelschreiber findet. Wir benötigen sie im Röhrenhalter. Dieser besteht aus zwei Teilen, die mittels einer passenden Schraube und der Feder, wie im Video gezeigt, miteinander verschraubt werden. Die Schiene wird nun mit dem Stabilizer und dem Oberteil verbunden. Hierbei muss man auf die Länge der Nuten achten, damit am Ende alles zusammenpasst. Die Hülsensammelschale wird mit dem Röhrenadapter verbunden. Wir schieben den Lower Slider auf den Arm der Ladepresse. Anschließend wird die Schiene mit dem Oberteil eingeführt und sowohl mit dem Standfuß als auch mit der Halterung an der Rückseite der Presse verbunden. Danach führen wir die Plattform wieder nach unten. Wir legen von oben die Feder 9 x 35 mm hinein und schieben von vorne den Hülsenschieber, den Topslider, drauf. Damit das Ganze später automatisch funktioniert, müssen wir nun die Feder etwas zusammenpressen und durch die Öffnung des Hülsenschiebers eine Schraube hineinführen, sodass die Feder unter Spannung gehalten wird. Die lange Schraube wird nun durch die Öffnung des Röhrenhalters geführt und mit einer Mutter festgemacht. Eine zweite Mutter schrauben wir ebenfalls auf das Gewinde. An der Rückseite des Topsliders befindet sich eine Öffnung. Durch die wird die Schraube hindurchgeführt und von oben fixiert. Nun ist es an der Zeit, die ersten Röhrenabschnitte an passender Stelle in die Presse einzufügen. Die Länge lässt sich ganz einfach kontrollieren, sollte reibungslos laufen, so wie wir es zeigen. Die Apparatur kann nun mit dem Standfuß fest verbunden werden. In den oberen Röhrenhalter wird ebenfalls ein kurzer Röhrenabschnitt eingeführt. Anschließend werden von oben vier lange Röhren, in diesem Fall jeweils 35 cm Länge eingeführt und mit der Sammelschale von oben fixiert. Hierbei gilt Vorsicht, denn es ist alles aus Plastik. Nicht mit zu viel Gewalt arbeiten, sonst kann man sich gleich alles nochmal neu ausdrucken. Nun
Nun ist alles geschafft. Die Vorratsröhren können mit Hülsen befüllt werden. Der Ladespaß kann jetzt also beginnen. Den Link zu den 3D-Druckdaten findet ihr in der Beschreibung. Dort könnt ihr euch beim Designer mit einer kleinen Spende bedanken. Auch wir freuen uns natürlich über ein Bier, das ihr uns ausgeben könnt, wenn ihr auf den entsprechenden PayPal-Link klickt. Und wie immer, liken, subscriben und teilen. Dankeschön.